Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Ja, die Star Wars Karten kennt ihr ja mittlerweile. Ich hatte ja beim letzten Mal die Tin-Dosen geöffnet und da gab es richtig geile, ja, mehr oder weniger Trikotkarten. Die sind so dick gewesen. Hier Kylo Ren habe ich am Start. Die anderen könnt ihr euch gern angucken in der im Tin-Dosen-Video. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Heute habe ich ein ganzes Display der neuen Star Wars Serie. Ja, und ich werde das ganze Display heute auspacken von dem neuen Film Star Wars The Rise of Skywalker. Ist ja klar, das ist die Serie, die Trading Card Serie, die Sammelkartenserie zum neuen Star Wars Film. Und man kann auch hier 6 limitierte Karten zum Sammeln. Also 6 Limits kann man hier finden. Ein paar hatten wir ja auch schon in den Tin-Dosen. Jawolski. Das Booster Design sieht richtig geil aus. Hier mit Kylo Ren, mit Rey, also wirklich geil. Ich kann jetzt und werde auch nicht zu allen Karten was sagen. Ich werde sie aber trotzdem hier alle aufreißen, Leute. Alle Päckchen reiße ich hier heute auf im Video, weil es ist ja ein Display-Box-Unboxing. Und ich würde sagen, wir starten einfach hier mit dem ersten Rey-Pack. In jedem Pack sind 6 Sammelkarten. Let's go. Wie fandet ihr Star Wars 9? Schreibt es mir unten rein in die Kommentare. So. Und es gibt richtig, also die Karten sind richtig, richtig geil. Aber jetzt gibt es einen Punkt, wo den ihr, denke ich mal, alle fühlen könnt. Ich fand Star Wars Force Attacks mit Wert, mit Angriffs- und Abwehrwerten besser. Eure Meinung dazu unten rein in die Kommentare. Let's go. Wir starten hier mit der ersten Karte. Die Karten sehen natürlich richtig, richtig schick aus. Und es gibt auch Powerkarten in der Serie, also seltene Karten, diese blauen. Und es gibt rote. Hier ist ein, okay, wir haben eine lilane Pilar und wir haben eine blaue, das ist DD oder OO, 00, 00 oder DD, ich weiß es nicht. Ah, auf jeden Fall ist das hier das erste Pack und das ist ja auch eine zusätzliche Karte, nämlich das ist eine Collect All of the Star Wars Wars, das ist eine May the Force Be With You Karte. Möge die Macht mit dir sein, Karte, sage ich mal. Steht ja auch nochmal drauf, May the Force be with you. Okay, also es gibt richtig viele verschiedene Powerkarten. Insgesamt gibt es, da habe ich auch noch nicht rüber geschaut, über 168 Karten zum Sammeln. Es gibt diese blauen, es gibt grüne, es gibt lilanen, es gibt rote, es gibt goldene und es gibt schwarze. What? Es gibt schwarze, die sind 1 zu 24.860 Packs. Ja moin. Also wenn wir heute eine von diesen schwarzen Karten ziehen, dann wäre es natürlich ultra heftig, wenn ich es da jetzt gesehen habe. Grün ist auch etwas seltener. Hier ein Walker. Die grünen waren, ich gucke nochmal nach, die grünen waren eins, okay, in jedem zweiten. Okay, die grünen etwas seltener. Aber nur ein kleines bisschen. Hier Way. Zack, dann haben wir die nächste. Was ist das für eine Karte? Eine Illustrate Charakterkarte. Also gibt es auch. Die sind aber ein bisschen dünner, finde ich. Die sind, oder? Sind die gleich? Oder es kommt mir nur so vor. So, auch auf diesen Stapel. Komm, ich lasse die grünen. Ich lasse alle mal diese blauen. Das ist, die ist auch eine blaue. Das ist hier Purple Murple. Purple war eins von 4. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja sogar eine goldene. Eine goldene wäre schon heftig, Mann. Eine goldene wäre schon richtig, richtig geil. Das ist unser Ziel hier heute in dem Display-Unboxing. Ein Sith Trooper. Die Karten sehen wirklich sehr, sehr schick aus. Oh, was ist das denn hier? Einmal hier so eine blaue Powercard. Dann haben wir einmal, was ist das für eine? Das ist eine Crush the Resistance-Karte. Also ihr seht, es gibt sehr, sehr viele Insert-Karten hier in der Serie. Dann haben wir hier eine, ja, Kylo Ren-Karte, 6 von 15. Auch eine Art Powerkarte, Insert-Karte, sage ich mal. So, ich reiße das nächste Pack auf. Und was kommt uns da entgegen? Uns kommt hier einmal die illustrierte Charakterkarte entgegen. Uns kommt hier eine blaue Karte und auch eine grüne Karte, den Sith Trooper als grüne Insert-Karte. Und hier die ganz normalen Base-Karten, The Dark Side of Rey. Nächstes Pack. Und ich fand, oh, eine Purple. Jawolski. Purple. Und Chewbacca als Sticker.
Chewbacca als Sticker. Es gibt auch Stickerkarten. Da muss ich sagen, Sticker als Karten feiere ich überhaupt nicht. Ja, ist was Neues, aber alle neuen Sachen, sage ich mal, müssen jetzt nicht automatisch positiv sein und muss ich auch nicht gut finden. Und Stickerkarten feiere ich persönlich gar nicht. So, May the Force Be With You Karte, dann haben wir eine lilane Cardo-Karte. Sehr, sehr geil. Und den First Order Snow Trooper, den Schnee Trooper. Also wieder zwei Insert-Karten im Pack. So, da hinten glitzert es grün, First Order Kommando. Dann noch eine blaue von Paul Dameron. Dann eine X-Wing Fighter Karte. Und hier wieder die drei Base-Karten mit unter anderem C3PO. Also ich muss sagen, ich finde die Karten gut. Wenn ich noch eine goldene Karte bekomme heute, dann sind die Karten noch geiler. Das ist jetzt aber keine schwarze, oder? Nee, das kann gar nicht sein. Ich glaube, die schwarzen sind ultra krass. Das ist halt nur eine normale Basie-Maisy. Hier ist nochmal eine rote. Eine rote war was? Rot war 1 von 12. Ja, moin. Den Ziff Jet Trooper. 1 von 12 Päckchen. Sauber. Sauber. So, Päckchen kommt zur Seite. Und dann geht's weiter hier mit Officer Candia. First Order Stormtrooper. Und wieder, Leute, wir haben so viele Insert-Karten mit in dieser Serie, ne? Das ist absolut krank. The Power of the Dark Side. Dann Dark Way als blaue Insert-Karte. Und dann nochmal Rouse Tico als grüne. Man muss hier so ewig... Oh, eine Purple, ne? Eine Purple, die hatten wir gerade eben, als wo ich gedacht habe, das ist eine schwarze Karte. War es aber nicht. Dann haben wir hier den Kin noch als blau. Und dann hier wieder eine Illustrated Charakterkarte. Und dann drei Base-Karten. Ist eigentlich geil, ne? Immer drei Base-Karten bloß in einem Pack und drei Insert-Karten. Aber irgendwann muss man ja auch die Base-Karten voll bekommen. Und wenn halt nur drei Base-Karten in einem Pack sind... So, aha, dann wieder blau und grün. Hier haben wir den Knight of Ren Illustrated Charakterkarte. Und ja, die sind dünner. Die sind minimal dünner. Leute, ich habe schon so viele Karten in meinen Händen gehalten. Die sind minimal dünner. Da kann man sagen, was man will. Paul Dameron's X-Wing und den First Order Stormtrooper, den Officer. So, also wieder zwei Insert-Karten in diesem Pack. Oh, eine schöne blaue, die sieht episch aus, The Dark Fleet. Und dann haben wir noch einmal eine Chewbacca-Karte, dann Knight of Ren als illustrierter Charakter, dann haben wir hier den Max Skywalker und nochmal eine Checklist, aber die Checklist, die habe ich jetzt schon so oft gehabt, die schmeiße ich jedes Mal weg. Aber was soll ich mit hunderten Checklisten? Mann, so. Im nächsten Pack wieder drei Base-Karten, dann haben wir May the Force Be With You-Karte, dann einen General Pyro, oder wie der ausgesprochen wird, ich weiß es nicht genau, englische Sprache, Bubble. So, oh, Purple und Blau. Und hier die lilane, a Spice Wanna's Den. Und hier, oh, nochmal Kylo Ren als Charakterkarte hier, richtig geil. Und dann noch drei Base-Karten. Leute, stellt euch mal vor, diese Karten hätten jetzt noch einen Angriffswert, einen Abwehrwert, Force Meister und Co. Oh. Ich glaube, diese Serien würden noch deutlich, deutlich besser ankommen. Meine Meinung zu dem ganzen Thema. Finn und Yana. Den Millennium Falcon, C3PO als blaue Insert und ja, hier nochmal Kylo Ren als grüne. So. Oh, geil. The Dark Side of Rey als blaue Insert. Dann haben wir Power of the Dark Side. Dann Zori Bliss, wenn man sie so sie so aussprechen mag. Und Chewbacca. Du weißt nicht mehr, wer Chewbacca ist und willst alles wissen. Ha!
So, wie viel habe ich noch? Ich glaube, ich bin jetzt gerade bei der Hälfte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Packs habe ich noch, Leute. 14 Packs habe ich noch. Mal gucken, ob wir heute nochmal eine goldene rausknallen. Ist natürlich absolut selten, ich weiß. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin. Kylo, also Knight of Ren. Dann Rose Tico und Snap Wexley. Bei den Namen bin ich eh komplett raus, Leute. Aber das habt ihr jetzt sicherlich schon nach 10 Minuten mit großer Wahrscheinlichkeit mitbekommen. Hier Kylo Ren's Helm. Auch nochmal als Kylo Ren hatte ich ja vorhin die 6 von 10 gehabt. Jetzt hier, oh, Ableck. Und dann noch Tradable. Und hier die 3 normalen Base-Karten. Aber da haben wir ja sicherlich schon fast jede Karte gesehen, die es von den Base-Karten gibt. So. Hier haben wir Racing to Konfrontation. Das hatten wir ja eben schon mal. Diesmal als blaue. Dann haben wir hier, ja, was ist das für eine Karte? Das ist eine Crush the Resistance Karte. Und dann nochmal Chewbacca. Chewbacca Macca. Und die 3 Basies. Nächstes Pack. Eine grüne. Dann haben wir eine blaue. Kaelco Konix. Und dann nochmal eine Kylo Ren's TIE Fighter Karte. Und hier die 3 Base-Karten mit unter anderem R2SHP. Und hier nochmal Dark Way. Also Dark Way sieht mega episch aus. Mega, mega mäßig episch. Nächstes Pack. Nächstes Pack. Oh, Way als ganz normale. Okay, das hatte ich, glaube ich, hatte ich sie schon mal heute? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir ziehen nochmal eine Purple Murple und eine blaue Poe Dameron's X-Wing. Und hier von dem Sith Trooper eine illustrierte Charakterkarte. Wir nähern uns so langsam dem Ende. Aber nur ganz, ganz langsam. Eine blaue dann nochmal. Eine hier Konix haben wir als grüne. Okay, was ist das? May the Force be with you. Und die 3 Base-Karten. Ich glaube 5, 6 haben wir noch. 5, 6 Päckchen haben wir noch. Mal gucken. Gönnt Tops nochmal, Heroes Assembled als blau. Dann haben wir hier, ja, Jedi, Way als Glitzerkarte. Dann nochmal Way als illustrierte Charakterkarte und die 3 Base-Karten. Leute, jetzt wird's so richtig, richtig spannend. Ableck als grün, Jana als blau. Dann hier den, Y-Wing Fighter. Spricht man das anders aus? Wahrscheinlich schon, ne? So, jetzt kommt 2 Purple nehmen, ich wollte schon sagen. Purple, First Order Cupid und Glances of the Dubbed als blau. Hier mal nochmal, oh, eine Chewbacca, Resistance Hero, Glitzerkarte. Und ein Sticker, The Knight of Ren, nochmal als Stickercard. Und ja, diesmal in diesem Pack hatten wir sogar nur 2 Base-Karten. Wenn man es so will. Wenn man halt die Sticker dazu zählt als Powerkarte. Poe Dameron hier. Dann haben wir nochmal einen First Order Trooper. Dann Jana als illustrierte Charakterkarte. Dann hier mit Kylo Ren als blaue Insert-Karte. Und Snap Wexleys X-Wing als grüne Karte. Ohne rote nochmal. Jawohl, wir knallen nochmal eine rote raus. Das ist der B-Wing Fighter. Auch nochmal geil. Und nochmal eine blaue Finn und Jana. Sehr, sehr geil. Wirklich. Und R2D2 auch nochmal am Start hier. Läuft bei uns. 3 Päckchen haben wir noch. 3 Päckchen haben wir noch. Zack. Zackig, knackig. Oh, wieder 4. Guckt euch das an, Leute. 4 Insatzkarten in einem Pack. Aber ich glaube, mittlerweile kommen da auch Doppelte vor. Auch bei den Grünen und Blauen. Was natürlich sehr schade ist, aber... ist halt so bei jeder Serie. Oh, nochmal eine Purple. The Streets of Kijimi City. Und dann nochmal Twatchen. Und Kylo Ren, First Order Supreme Leader. Und da ist das letzte Pack, Leute. Das letzte Pack mit Way drauf. Und hier ist doch nochmal eine goldene Kappa.
Vor allen Dingen nochmal eine goldene. Wir haben hier einmal Ableg, dann haben wir nochmal den The Star Destroyer Bridge, dann Remains of the Death Star, dann Poe Dameron als Charakterkarte, First Order Hallway und Face Off on Pasana. Leute, das war's mit dem riesigen Star Wars Display Unboxing. Holy moly, Leute. Mir hat es auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht. Wir hatten geile Karten auf jeden Fall mit am Start. Leute, eure Meinungen unten rein in die Kommentare und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ist ja ganz klar, Leute. Ich bin raus, haut rein und Tschüssikowski.